Wovon wird dir schlecht? Hast du dich schon mal so richtig schlecht gefühlt? Alle um dich herum sind glücklich, freuen sich des Lebens. Und dir ist richtig schlecht, auf deinem Herzen, in deiner Seele. Da ist keine Freude. Und du glaubst zu wissen, warum du dich so schlecht fühlst. Es ist die andere Person, die so glücklich ist. Dieser Person geht es gut. Diese Person hat alles im Griff. Familie, Kinder, Job, Urlaub, alles, was sie macht, gelingt ihr. Und du stehst da und du stehst eigentlich neben der Person im Schatten. Und davon wird dir sehr schlecht. Und du denkst, wenn diese Person nicht da wäre, würde ich viel mehr auffallen. Außerdem ist Erfolg von dieser Person meine Bedrohung. Das dachte sich Saul über David. Seht, was hier in der Bibel geschrieben steht, in 1. Samuel Kapitel 22, 7 bis 8. Da sprach Saul zu seinen Großen, die um ihn standen: Hört, ihr Benjamiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich und dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat. Ist niemand unter euch, der sich um mich grämt und der es mit zu Ohren gebracht hätte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tage ist? Schaut mal, was wir hier gelesen haben in diesem kurzen Text. Glaubt ihr, dass David euch genauso versorgen wird? Das ist das, was Saul sagt. Warum habt ihr alle gegen mich verschworen? Mein Sohn hat sich mit diesem Sohn Isais, also mit David, verbunden, angefreundet. Hier ist keiner, der sich um mich grämt oder mich bemitleidet. Und dann die letzte Unterstellung. Mein Sohn hat David gegen mich aufgereizt, der mir jetzt nachstellt, wie es jetzt am Tage ist. Es geht darum, wie Saul durch sein verdorbenes Herz die Situation sieht. Und dieses verdorbene Herz vergiftet sein Leben. Wir wissen, dass die Situation nicht so war. Wir wissen, dass das nur in seinem Herzen er sich so gedacht hat. Ja. Wenn ich David und seinen Erfolg nicht hätte, würde mir so gut gehen. Genau das dachte Saul. Aber all diese Dinge, die Saul sieht, haben keinen Grund und keine Realität. Das alles kratzt sein lüsternes Herz, das so sehr im Mittelpunkt stehen möchte. Und David sucht nicht nach Aufmerksamkeit, aber weil er mit Gott lebt, wagt er sein Leben für ihn und wird gesehen von anderen Menschen. David lebt und genießt sein Leben, weil er mit Gott lebt. Und Saul fühlt sich sehr, sehr schlecht. Saul wird eifersüchtig auf Davids Erfolg. Und er konnte mit diesem Neid nicht umgehen und er begann, also dieser Neid von ihnen in zu fressen, fertig zu machen. Deshalb fühlte er sich so schlecht. Und er dachte, wenn ich David umbringe, mein Neidproblem, meine lüsternen Wünsche, dieses Problem wird dann gelöst. In der Bibel steht nirgends, dass man glücklich wird, wenn man an erster Stelle steht. Das ist, was unsere Begierde uns sagt.
wenn du beachtet wirst, wenn du der Erste, die Erste bist und alle sagen, wow, das ist die Person, dann wirst du glücklich. Das ist die Begierde und das ist eine Lüge. Das Glück liegt in Gott allein, während wir seinen Willen tun und nicht im Erfolg an sich. Übrigens, wenn du dich schlecht fühlst, überlegst du oder recherchierst du, warum du dich schlecht fühlst? Es können ja unterschiedliche Gründe sein. Vielleicht fühlst du dich schlecht, weil du siehst, dass eine Person in der Sünde lebt und du machst dir Sorgen, dass diese Person gegen Gott sündigt. Und das ist gut, dass du mitfühlen kannst. Oder fühlst du dich schlecht, weil andere Person Erfolg hat auf der Arbeit, in der Familie, urlaubmäßig, wo auch immer. Und dir ist schlecht, weil dieser Person so gut geht. Saul konnte mit seiner Begierde nicht umgehen und verbrachte sein Leben, David umzubringen. Und sein Leben war vergiftet. Er dachte, das Problem läge nicht bei ihm in seinem Herzen, sondern bei David, während das Problem in seinem Herzen lag. Was macht dir schlechtes Herz? Wo bist du, wenn du dich schlecht fühlst? Wie wichtig es ist, auf den Grund zu gehen und nach Lösung zu suchen. Vielleicht liegt der Grund, warum es dir so schlecht geht, nicht bei den anderen, sondern mitten in deinem Herzen. Die Bibel sagt, arglistig ist das Herz mehr als alles und verderbt ist es, wer mag es kennen. Also, das Herz kann dich betrügen, dass andere gegen dich sind. Niemand bedauert mich. Das ist das, was Saul dachte. Und wir sind Spezialisten. Unser Herz ist spezialisiert, Filme in unserem Kopf zu drehen, die absolut nichts mit Realität zu tun haben. Überlegt euch, der treueste Mann, Knecht David, Soldat, der sein Leben riskiert hat für Israel, aber auch unter anderem auch für Saul, wird beschuldigt von Saul für seine Treue, obwohl er der beste Mann ist. Und das ist das, was unser Herz uns predigen kann. Komplett alles auf den Kopf stellen kann, Menschen verdächtigen kann. Und dann ist die Frage, wer kann unser Herz ergründen? Die Antwort liegt im nächsten Vers. Ich, der Herr, das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Und ich wünsche dir, dass wenn du dich schlecht fühlst, dass du auf den Grund gehst und nicht die Ursache bei den anderen suchst, sondern fragst, warum reagiert mein Herz so? Und Gott wird die Möglichkeit geben, diese Lust, diese Begierde zu überwinden, so dass du am Erfolg der anderen Menschen dich freuen kannst und die anderen segnen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich darin.